Hier werden die wichtigsten Kenngrößen einer Welle definiert. Das ist die Seitenansicht einer Welle. Die Periode groß T ist die Zeit, die ein schwingender Körper für einen Hin- und Hergang benötigt. Die Periode groß T ist also die Zeit, die vergeht zwischen diesem Moment und diesem Moment. Diese Zeit nennt man die Periode. Und da die Periode eine Zeit ist, wird sie selbstverständlich in Sekunden ausgedrückt. Die Amplitude groß A einer Schwingung, das ist die größte Auslenkung dieser Schwingung. Also die Amplitude groß A, das ist dieser Abstand, diese Distanz. Und demzufolge wird eine Amplitude in Meter ausgedrückt. Dies ist die Sicht von oben von dieser Welle. Die Wellenlänge Lambda ist die kürzeste Distanz zwischen zwei identischen Punkten der Welle. Hier zum Beispiel die kürzeste Distanz zwischen zwei Hochpunkten ist diese Distanz Lambda. Das ist die Wellenlänge dieser Welle. Und da Lambda eine Distanz ist, drücken wir Lambda natürlich in Meter aus. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit einer Welle der zurückgelegten Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit entspricht. Aber diese Länge Lambda wird zurückgelegt während einer Periode. Und demzufolge muss die Geschwindigkeit der Welle gleich sein zur Wellenlänge Lambda geteilt durch die Periode groß T. Die Frequenz klein f ist der Quotient aus einer Anzahl Perioden und der dazu benötigten Zeit. Also die Frequenz einer Welle, das ist 1 geteilt durch die Periode dieser Welle. Der Kehrwert einer Sekunde heißt Hertz. Also die Frequenz wird ausgedrückt in 1 geteilt durch Sekunde, das heißt Sekunde hoch minus 1. Und diese Einheit nennt man zu Ehren des deutschen Physikers Heinrich Hertz, Hertz.